Das Image der Banker bleibt also im Keller. In den USA wird die Occupy Wall Street Bewegung folgerichtig immer größer. Kein Wunder, denn da demonstrieren die Menschen, weil sie um ihre nackte Existenz bangen. Bei uns, bei allem Respekt, demonstrieren hauptsächlich Leute, die nachmittags Zeit haben. Martin Sonneborn hat für uns die letzten tapferen Occupy-Isten in Berlin besucht. Millionen Aktivisten protestieren weltweit gegen den Kapitalismus. Und hier mitten in der deutschen Hauptstadt sind es immerhin schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir schauen mal, wie sich der Widerstand gegen das deutsche Schweinesystem entwickelt. Wo schlaft ihr? Schlaft ihr tatsächlich in diesen dünnen Zelten nachts? Ja, wir schlafen in diesen Zelten. Wir haben Isomatten, Schlafsäcke. Und Frauen sind manchmal auch da, die uns wärmen. Ne? Und wir wärmen die Frauen. Wieso sind das relativ wenig Leute, wenn sogar Frauen nachts hier? Nein, wir sind, weil die Leute noch nicht wach sind. Also ich bin gerade aufgestanden. Ich versuche mir gerade eine Morgenszigarette zu machen. Und, wie spät ist es jetzt gerade? Weiß ich nicht. Also durch die Stunde Umstellung habe ich jetzt keinen Plan, aber ich denke mal. Es ist kurz vor 12. Oh, 12, okay. Ja, geht noch. Hast du eine Forderung an das System zum Beispiel? Ich habe einfach eine Forderung, dass es Gleichgerechtigkeit für alle gibt, kein Schubladensystem mehr, dass dieses Parteiensystem endlich mal einen Geist aufgibt und... Und einen Platz in der Nähe der Küche für alle. Zum Beispiel. Ja, wir können uns kurz das Meditationszelt noch vorstellen. Da kann man sich gemeinsam hinsetzen, ne? Ein paar Kerzen, ansonsten sehr entspannt. Schön im Schneidersitz, man kann ein bisschen in sich gehen, seinen Ruhepunkt finden. Habt ihr eigentlich was gelernt, zum Beispiel vom Campen mit den Eltern früher für die Situation jetzt? Seid ihr vorbereitet? Ja, klar. Also wir wissen, wie man Verantwortungsbewusstheit mit der Umgebung umgeht, in der man sich bewegt. Hier wird sehr auf Sauberkeit geachtet vor allen Dingen. Also hier wird immer wieder durchgegangen, Laubfegen auch. Alles dabei. Kann man damit gewinnen gegen das System? Wie gesagt, das ist meine erste Revolution, die ich mitmache. Meine Oma und Opa, die haben mir gesagt, die 89, die Revolution, die sie mitgemacht haben, war friedlich, mitunter so die Anfänge. Und hast du dich mit deiner Oma und deinem Opa unterhalten? Konnten die dir Tipps geben für diese Revolution? Ja, ich mache das so ganz gesmooft. Ich mache das ruhig, ich überarbeite mich nicht, ich übernehme mich nicht. Ich lebe halt so ganz nach dem Prinzip, meine Oma Aber hat mir den Tipp gegeben. Kann das eine erfolgreiche Revolution werden, wenn man das so ganz schmoof macht? Ja. Wir gehen jetzt mal zu der Oma von Thorsten. Sie protestiert schon seit über 20 Jahren im Occupy-Camp von Schmöckwitz. Und zwar gegen alles. Haben Sie nicht 89 schon mal was geändert, eine Revolution angeführt? Nee. Ich habe eigentlich noch nie so was mitgemacht. Waren Sie 89 gar nicht im Land? Na klar, aber ich habe noch nie irgendwie was mitgemacht hier. Ich mache meine Sachen, die sollen ihre Sachen machen, dann ist gut. Ich will meine Ruhe haben. Assemblea weltweit, Assemblea weltweit, Assemblea, Assemblea, Assemblea mundial, Ich fürchte, es wird schwierig, eine Revolution in Deutschland zu machen. Die Leute fühlen sich einfach zu wohl da, wo sie sind. Wir gehen zurück ins Studio. Vielen Dank. Besser ist. Ich bleib hier. Eine gesmoofte Reportage von Martin Sonneborn.